Hallo Wilma. Hallo Freddy und natürlich hallo Kinder. Herzlich willkommen zum Kindergottesdienst. Hey Wilma, was war das für ein Geburtstagsfest? Schön, dass du mit mir meinen Geburtstag gefeiert hast. Das habe ich doch gern gemacht. Und Kinder, lasst uns nochmal zusammen singen für Freddy. Happy Birthday to you. Danke, Wilma. Und auch danke euch zu Hause. Viel schöner wäre es aber gewesen, wenn wir alle zusammen gefeiert hätten. Oh ja, mit ganz vielen Spielen, Singen, leckerem Geburtstagskuchen. Ja, mit mehreren Leuten macht es wirklich viel, viel mehr Spaß. Hoffentlich können wir das bald nachholen. Du, Freddy, hat Jesus auch mit seinen Freunden gefeiert? Gab's das damals schon? Jesus war es wichtig, mit seinen Freunden zusammen zu sein, zu feiern, und das wollen wir uns jetzt einmal anhören. Jesus möchte mit seinen Freunden ein Fest feiern, das Passafest. Jesus weiß mehr als alle anderen. Er weiß, dass er dieses Fest das letzte Mal mit seinen Freunden feiert. Deswegen soll es besonders schön werden. Jesus möchte mit seinen Freunden in Jerusalem feiern. Er sagt zu seinen Freunden: Geht und bereitet das Fest vor. Aber die Freunde wissen nicht, wo sie feiern können. Viele Menschen sind in Jerusalem. Alle wollen das Passafest dort feiern. Wie sollen die Freunde hier einen Raum zum Feiern finden? Jesus sagt: Ihr trefft in Jerusalem einen Mann. Der Mann trägt einen Krug. Sagt ihm, dass ich einen Raum suche. Er wird euch dann einen Raum zum Feiern zeigen. Die Freunde schauen sich an. Wie kann Jesus das wissen? Zwei Freunde ziehen los. Bald sind sie in Jerusalem. Und tatsächlich, sie sehen dort einen Mann, der einen Wasserkrug trägt. Er kommt direkt auf sie zu. Jetzt wissen die Freunde, dass Jesus recht hatte. Sie fragen den Mann, ob er einen Raum zum Feiern für sie hat. Der Mann nickt. Er kennt Jesus und möchte Jesus und seine Freunde gerne zu Besuch haben. Sie gehen mit ihm mit. Als die Freunde angekommen sind, staunen sie. Der Raum ist groß und mit einem schönen Teppich ausgelegt. Es ist wirklich unglaublich. Jesus hat all das schon vorher gewusst. Die beiden Freunde bereiten das Fest vor. Sie legen eine Tischdecke auf den Boden. Sie stellen Wein hin. Und auch das Brot legen sie bereit. Nun ist alles vorbereitet. Jesus kommt. Er bringt seine engsten Freunde mit. Die anderen 10 Jünger. Jesus hat so darauf gewartet, endlich mit seinen Freunden zusammen zu sein. Er sagt: Ich freue mich so, dass ihr alle bei mir seid. Wisst ihr, es wird das letzte Mal sein, dass ich mit euch essen werde. Die Freunde schauen sich an. Was meint Jesus damit? Sie können es nicht verstehen. Da nimmt Jesus das Brot in die Hand. Er teilt es in Stücke. Er gibt jedem etwas davon ab.
Jesus sagt, das Brot, das bin ich. Ich werde bald nicht mehr bei euch sein. Bitte denkt jedes Mal an mich, wenn ihr zusammen das Brot esst. Die Freunde verstehen nicht, was Jesus meint. Sie wollen nicht, dass er von ihnen weggeht. Sie essen das Brot und sagen nichts. Dann nimmt Jesus den Wein. Jesus sagt, dieser Wein ist rot. Rot ist auch mein Blut. In den nächsten Tagen wird viel geschehen. Das alles mache ich, um eure Schuld zu vergeben, weil ich euch lieb habe. Jesus gibt seinen Freunden aus diesem Glas zu trinken. Die Freunde fragen sich, was wird geschehen? Jesus sagt, ich bin traurig, denn ich werde bald gefangen genommen. Dann wird alles anders und ich kann nicht mehr bei euch sein. Wieder schauen sich die Freunde an. Was wird geschehen? Sie wissen es nicht. Sie wollen aber nicht vergessen, dass alles nur geschieht, weil Jesus sie liebt. Jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Alicia, wie viele Freunde hat der Jesus denn zu seinem Fest eingeladen? 12 Jünger von ihm. Und an was sollen seine Freunde denken, wenn sie das Brot essen, Hannah? An ihn selber. Und an was sollen sie sich erinnern, wenn sie von dem Wein trinken? An Jesus sein Blut. Ja. Und wisst ihr auch, warum der Jesus ein bisschen traurig ist? Weil er jetzt gefangen genommen wird. Weil er stirbt. Genau, da ist er sehr, sehr traurig. Und wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, mit dem Jesus auch ein Fest zu feiern, meint ihr, der Jesus würde sich da auch drüber freuen? Ja. Ich glaube schon. Ich bin mir guter Dinge. Genau, das glaube ich auch, bin ne? Sicher. Der Jesus hat Weil nämlich, der liebt alle Menschen. Der hat alle lieb, ganz genau. Zum Schluss wollen wir noch ein Gebet zusammen sprechen. Lieber Jesus, heute haben wir viel über dich gehört. Manches, was passieren wird, können wir als Menschen nicht verstehen. Du hast uns gesagt, dass du uns immer liebst. Bitte hilf uns, dass wir das nie vergessen. Amen. Amen. Was war das für ein Geburtstagsfest? Schön, dass du mit mir deinen Geburtstag gefeiert hast. Ach, warte mal. Meinen Geburtstag. 5, 6, 7, 8. Happy Birthday to you. Marmelade im Schuh, Aprikose in der Hose. Happy Birthday to you.